So, bevor das Video beginnt, möchte ich euch einmal kurz was sagen. Und zwar merkt ihr, dass während der Aufnahme mein Mikrofon ein bisschen am Knacken ist. Das hat schon wieder natürlich einen Scheißgrund. Mein Mikrofon ist nicht kaputt oder so, aber ich Idiot hatte mein Mikrofon auf einem anderen Aufnahmemodus und dadurch war das mit dem Spiel ein bisschen überlastet und hat dann an manchen Stellen echt ekelhaft geknackt. Also ich hoffe, das stört, also es wird euch stören, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Viel Spaß bei dem Video und eine Vorschau gibt's nicht, weil es war so gruselig, dass es, ihr werdet es nicht glauben, wie schlimm jetzt diese zweite Folge schon wird. Viel Spaß! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge oder eher gesagt zur zweiten Folge von Visage. Hier sind wir stehen geblieben und hier machen wir jetzt auch leider weiter. Und schon bekommen wir den ersten Sound zu hören, der mich absolut gar nicht erschrocken hat jetzt gerade. Ihr müsst das echt mal auf so einer Lautstärke spielen, wie ich sie spiele. Also echt. Windel habe ich mir jetzt auch schon umgebunden. Das Ding ist, man muss auch hier so viel kontrollieren. Das ist unglaublich. Also, man muss echt sehr viel Zeit hier rein investieren. Hinweis: Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu stehen. Digga, hier ist es nicht dunkel. Hier ist es schön hell. Das ist hier dieser einzige Raum in dem ganzen Haus, wo ich mich geborgen fühle. Ist da jetzt was drin? Nein, da haben wir schon. Frag mich, weil hier stand ja ein Spiegel. Wo ist der denn jetzt? Das finde ich weird. Das klemmt auch. Finde ich super. Ich mache die schon mal ein bisschen weiter, zu ungefähr so. Dann komme ich auch besser durch. Meine Stimme hat jetzt gerade auf Wiedersehen gesagt. Holy fuck. Von wo kommt der Sound? Das muss doch aus irgendeinem. Nein? Sicher? Was habe ich jetzt getan? Achso. Keine Ahnung, was das für ein Schlüssel ist. Oh fuck, das kam von oben und das war sehr laut. Hey, seit wann ist die Tür hier auf? Krass, hier waren wir noch gar nicht drin. Oh, das ist gut. Oh fuck. Oh. Fuck. Oh fuck. Oh bitte, warte mal, ist das. Können wir das jetzt bitte wieder. Ja, ich will das jetzt eigentlich weg. Wieso geht das denn nicht weg? Ah. Das hier. Ein altes Polaroid. Steht hinten was drauf? I don't like this. Keller. Wir haben den Kellerschlüssel. Und das ist. Bitte lass es nicht ein Spiegel sein. Holy fuck. Holy fuck. Wie lange spielen wir jetzt? Ein paar Minuten gefühlt? Hier ein paar, 2 Minuten und schon.
Post ab. Hier kommen wir nicht lang, aber... Ach, keine Ahnung. Egal, wir haben den Kellerschlüssel. Alter. Geht's auf? Oh shit. Aber warte mal, das Radio haben wir doch ausgemacht. Wir haben doch einen Kellerschlüssel, oder? Okay, warte mal. Bam. Ich will eigentlich gar nicht in den Keller rein. Können wir das vermeiden? Nein, können wir nicht. Oh, perfekt. Hallo. Oh, lecker. Delicious. Das ist... Ah, hier sind wir. Okay, gut. Können wir uns was in die Mikrowelle machen? 3.33 Uhr. Können wir... Warte mal. Das Radio ist schon wieder angegangen. Wisst ihr, worauf ich mich freue, gleich darunter zu gehen? Ah, nein, wir lassen das Licht an. Schauen wir uns jetzt erstmal hier gemütlich um. Wie riesig ist das Haus eigentlich? Bügelzimmer, ne? Warum kam jetzt diese gruselige Musik? Wow. Oh, hier sind wir. Okay, das ist schon mal sehr cool. ja, genau. So, ich wollte jetzt gerade irgendwas sagen, hab's aber vergessen. Ich erschrecke mich die ganze Zeit wegen diesen Sounds. Das ist unglaublich. Wo ist denn ein Wasserspender? Okay, es sieht so aus, als wenn... Ich weiß nicht, aber... Als wenn man hier die schöne, aber gleichzeitig auch so verdammt gruselige Behausung einfach so verlassen hat, ohne... Weiß ich nicht, einfach so. Sind die vor irgendwas geflüchtet oder... Ah. Das geht so schwer auf, ne? Boah. Nichts. Boah, wie schwer geht das auf? Mein Gott. Mach keine Miesen hier. Da können wir nichts nehmen. Hier safe auch nicht. Was ich mich schon die ganze Zeit... Boah. Was ich mich schon die ganze Zeit frage ist, ist das überhaupt
unsere, also ist das, leben wir hier oder sind wir jemand, der hier ein bisschen ermittelt, in Anführungsstrichen? Das weiß ich nicht. Kellerschlüssel kannst du gerne haben. Scheiße. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Ich glaube, hier geht's auch in den Keller. Ich hasse Keller. Es ist dunkel. Wow. Es geht noch tiefer in den Keller. Okay. Wir haben oben eine Kerze liegen lassen und ein Feuerzeug. Wir holen es mal. Hallo, Baby. Fürs schnell speichern. Ich muss jetzt einmal kurz gucken hier. Und irgendwo war hier noch. Wo war denn hier die Kerze? Wow. Kommen wir hier raus? Okay, nein, kann man nicht. Wo haben wir denn hier eine Kerze gelassen? Ah, da, genau. Jetzt weiß ich es, glaube ich. Ja, die würde ich gerne. Die würde ich. Es ist keine Kerze, es ist eine scheiß Rolle. Ich dachte, die ganze Zeit, es wäre eine Kerze. Och, Mann. Okay. Wir haben. Boah, meine Stimme geht die ganze Zeit weg. Wir haben Feuerzeug. Ich glaube, das genügt. Das ist so schlimm. Wirklich, ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Zweite Folge und ich habe schon einen halben Nervenzusammenbruch. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Was war das? That's not good. Ja, ich würde gerne vermeiden. Kann ich jetzt das Feuerzeug wieder ausmachen irgendwie? Nee. Hallo, ich würde dich gerne wieder haben. Ey, du Arsch. Danke. Wie können das nicht. Wieso können wir das nicht sauber? Ach, wir können so die Seite wechseln. Cool. Ja, okay, wir können. Ein sehr geheimnisvoller Ort. Sehr geheimnisvoll. Wow, erschreckt mich doch nicht so, Alter. Warum ist die Schranktür auf? Okay. Jetzt gehen wir einmal hier lang, ja? Warum ist das denn hier so verdammt gruselig, Alter? Ist hier irgendwas? Nee. Wow. Wow. Da hat jemand das Licht ausgemacht. Okay, ich gehe raus hier. Ich hab Real Talk jetzt gerade die Schnauze voll. Ich gehe hier raus. Ich will auch nicht nachgucken. Oh mein Gott. Ich habe da irgendwas gehört. Wow. Oh, bitte. Bitte, bitte, tu mir das jetzt nicht an, Spiel. Tu mir das jetzt nicht an. Warte mal. Ich muss unbedingt was nehmen hiervon. Hey. Ja, nimm das. Nimm das jetzt. Hallo, du sollst es nehmen. Nicht fallen lassen, du sollst es nehmen, Alter. Friss.
Wieso kann ich jetzt keine... Das nervt mich gerade. Wieso kann ich das denn jetzt nicht nehmen? Oh, okay. Reicht langsam. Es wird langsam echt immer schlimmer. Garagenschlüssel. Hab ich doch. Oder nicht? Nein, gar nicht. Bin ich doof? Ich will so schnell wie möglich eigentlich hier raus. Gott, gut, da geht's wieder nach oben. Das ist, oh Gott, das ist so schlimm. Leck mich am Arsch. Wo sind wir jetzt? Ach, geil. Das ist ja richtig gut. Wir gehen raus hier. Wir gucken uns einmal nochmal das hier an. Da kann man einfach Gegenstände lagern. Wie cool ist das? Das ist... Hey! Die Tür habe ich nicht zugemacht. Ich bin verwirrt. War das gerade auch schon hier oder bin ich jetzt doof? Ah ne, hier ging es hoch. Ah gut, okay. Okay, wir gucken uns gerne nochmal hier um. Ach, wir sind im Kreis gelaufen. Okay, das war's. Ich muss da auch nochmal lang. Das Objekt haben wir jetzt auch fallen lassen. Waren wir hier schon mal? Ja, hier sind wir, okay. Alles klar. Wir gehen wieder nach oben, denn ich habe keine Lust mehr. Boah, das Spiel ist schrecklich. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? So ein riesiger kleiner Schrank in XXL. Ach, weißt du was? Es reicht ja auch irgendwann mal, ne? Man soll ja eigentlich immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Glaube ich. Es kommen Geräusche von oben. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was es für Geräusche sind, ab. Wie kann das sein? Ist das irgendwie ein Raum hier in dem Haus? Ja, ist mir klar, dass er mir ein anderes Zimmer zeigt. Okay, irgendetwas ist auf dem Dachboden. Brauchen sowas wie eine Leiter, oder? Also es ist... Oh Gott, das Spiel hat mich gerade so hart erschrocken. Ich weiß nicht, ob das Spiel das hat.
was an sich was mir schon wieder schlecht, weil ich so Angst habe. Okay, irgendwas ist auf dem Dachboden und ich will irgendwie auf diesen Dachboden kommen. Ich weiß aber nicht wie. Hier ist schön, hier will ich bleiben. Das Licht ist eigentlich ganz okay. Warte mal. Das hört sich an wie ein Schaukelstuhl, den wir im Spiegel gesehen haben. Wohl echt irgendwie so eine Art Leiter. Nein, wir brauchen nicht so eine Art Leiter, wir brauchen eine Leiter. Aber das Licht flackert nicht mehr. Der Spiegel ist weg. Spiegel ist nur da. Spiegeln, Spiegeln an der Wand oder auf dem Boden. Wer hat hier den größten Hoden? Witzig. Witzig, Florian. Du bist ein Scherzkeks. Ich frag gar nicht. Es ist ein Horrorspiel. Ich muss echt aufhören, bei Horrorspielen irgendwelche Fragen zu stellen. Wieso, weshalb, warum? Wichtig ist, wir brauchen. Oh fuck, my life. Alter, wer war das? Wer zur Hölle war das? Oh mein Gott. Es ist gar nicht mehr witzig. Die Lichter gehen nicht mehr. Okay, hier fühle ich mich sicher. Hier ist schön, hier bleibe ich. Hier sind Kerzen, Kerzen sind toll. Okay, es war eine schlimme Folge. Boah, Alter. Also, es ist jetzt wirklich Real Talk. Es ist die zweite Folge und diese zweite Folge. Gewesen, wirklich. Ich freue mich schon auf die dritte Folge, denn wir entdecken immer viel, viel mehr und diese paranormalen Aktivitäten werden immer und immer mehr. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht was raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.